Herzlich willkommen zum Daily Dog Talking. Ich möchte euch heute mal von einem Gespräch berichten, was ich gestern mit einer Kundin durchgeführt habe. Es ging darum, dass ihre Australian Shepherd Hündin Silvester fette Probleme gehabt hat und auch jetzt nach Silvester immer noch unruhig ist, sich draußen nicht lösen mag und so weiter. Sie hat mir auch ein paar Videos geschickt, die werden wir auch an anderer Stelle nochmal besprechen. Und was die Kundin mir aber auch erzählt, und deswegen mache ich das Dog Talking heute zu dem Thema, dass sie diese Hündin schon hat, seitdem sie Welpenalter ist. Die Hündin ist jetzt irgendwie 5 oder 6 Jahre alt. Und was von Anfang an wohl eine Problematik bei den beiden gewesen ist, ist, dass die Hündin in bestimmten Situationen die Besitzerin attackiert, angreift, hochspringt, in die Arme greift. Es sind schon diverse Handschuhe kaputt gegangen, Jackenärmel zerrissen und so weiter. Und das Verrückte war, dass das im totalen Kontrast zu diesen Videos stand, die sie mir geschickt hat von den Spaziergängen, wo die Hündin wirklich super, super ängstlich ist. Eingeklemmte Rute, ganz verloren, ganz, ganz introvertiert, ganz schwierig. Und die Kundin sagte, dass die Hündin schon als Welpe sehr, sehr wütend gewesen ist. Die hat also wohl schon als Welpe ihre Spielsachen geschreddert, irgendwelche Sachen kaputt gemacht. Und der Eindruck von der Kundin war halt, dass die Hündin super wütend ist und dann ihre Wut auch an der Besitzerin auslässt. Wir haben also über diese Thematik gesprochen und haben das versucht ein bisschen zu analysieren und einzugrenzen, vor allen Dingen in Bezug auf diese Silvestergeschichte, was da mit der Hündin los ist, warum die da so ängstlich ist. Und da haben wir natürlich auch über diese Wutanfälle gesprochen und darüber, ob ein Hund überhaupt Wut haben kann, ob er wütend sein kann. Und das ist natürlich ein Phänomen, was super schwer zu messen ist. In der Psychologie kann man, in der Humanpsychologie kann man Menschen dazu befragen, wie sie sich fühlen und wie sie dann reagieren, was sie als Lösungsstrategie haben. Bei Hunden ist das schwierig. Da können wir dann nur Verhalten beobachten und versuchen, Rückschlüsse zu ziehen auf mögliche emotionale Befindlichkeiten des Hundes. Wenn man sich dann aber anschaut, warum Menschen zum Beispiel wütend sind und warum Hunde wütend sein könnten, dann erscheint es mir oft so, dass Hundehalter dem Hund eine Wut zusprechen für sein Verhalten als Ursache, weil sie keine andere Idee haben, was das sonst sein könnte. Das ist erstmal nachvollziehbar und verständlich aus meiner Sicht. Aber mein Gefühl ist tatsächlich, und ich habe da auch in den Studienlagen keine wirklichen anderen Informationen zu, dass das Thema Wut beim Hund eigentlich nicht so eine große Bedeutsamkeit hat wie bei uns Menschen. Natürlich sind Hunde auch aus Frustration aggressiv. Das kann sicherlich eine Ursache sein. Ich gehe aber immer erstmal von Normalverhalten aus. Und Frustration ist dann ja auch etwas, was entsteht, weil der Hund an dem Verhalten, was er eigentlich auslösen würde oder ausüben würde, gehindert ist. Aus welchen Gründen auch immer, weil die Leine dran ist oder was auch immer. Und von daher gesehen schaue ich mir immer erstmal eher so eine Normalsituation an, in der ein Hund Aggressionsverhalten zeigen würde. Und da fällt dann auf, dass zum Beispiel der Hund auch wieder in diesem Fall seine Aggression vor allen Dingen gegen die Besitzerin richtet. Also nicht gegen Dritte, nicht gegen andere, die dann eventuell dazukommen, nicht gegen andere Familienmitglieder, sondern wirklich tatsächlich vor allen Dingen gegen die Besitzerin. Und das wiederum spricht gegen Wut, weil die würde sich ja auch gegenüber anderen Menschen entladen oder gegenüber anderen Artgenossen. Und sehr, sehr häufig sind diese Situationen so, dass der Hund gemaßregelt worden ist, zum Beispiel von der Besitzerin. So war das auch in diesem Fall der Fall. Der Hund wird eingeschränkt und rebelliert dann dagegen. Und das hat weniger mit Wut aus meiner Sicht zu tun, als vielmehr, ja, vielleicht mit Frustration. Aber auch hier liegt aus meiner Sicht ein sehr grundlegendes Missverständnis zugrunde. Und da wollen wir uns mal Gedanken darüber machen, was dieses Missverständnis sein kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, was das vielleicht ganz gut veranschaulichen könnte, was mir die Kundin gestern auch geschildert hat und was so der Klassiker auch für das Auslösen so einer Situation ist. Sie sagte, meine Hündin macht
manche Dinge, von denen sie eigentlich weiß, dass sie sie nicht machen soll. Also irgendwelche Steine aufnehmen, irgendwelche Pferdeäppelhaufen fressen oder irgendwas derartiges. Und wenn ich sie dann korrigiere, dann attackiert sie mich. Das heißt, ja, es könnte Frustration sein, weil man das Verhalten des Hundes jetzt abbricht, aber aus meiner Sicht ist das Verhalten, was die Hündin da zeigt, eher eine erzieherische Maßnahme Frauchen gegenüber. Das heißt, die Hündin sagt, du begrenzt mich sonst im Alltag auch nicht. Jetzt akzeptiere ich deine Begrenzung nicht. Ich bin sonst im Alltag autark unterwegs. Ich kann Entscheidungen treffen. Ich trage vielleicht auch einen Teil der Verantwortung. Und jetzt, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, lasse ich es nicht zu, dass du, Frauchen, mich begrenzt und diese Entscheidung in Frage stellst. Und dann haben wir nämlich eine andere Situation. Dann macht der Hund das im sozialen Kontext, während Frustration eigentlich wenig Bedeutsamkeit im sozialen Kontext hat. Da lässt der Hund einfach nur seine Wut an irgendwas aus. Sondern wir haben hier im sozialen Kontext den erzieherischen Aspekt, der hier mit zum Tragen kommt. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, was macht die sich für Gedanken? Das ist doch Korinthenkackerei. Ja, aber wenn es darum geht, zu verhindern, dass sowas passiert oder das zu therapieren, ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, ist das ein sozialer Kontext? Ist das nur Frustration? Weil davon abhängig ist, wie man vorgeht. Natürlich ist es nicht akzeptabel, dass der Hund das zeigt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn der Hund aus Frust so etwas tut, muss ich damit anders umgehen, als wenn der Hund der Meinung ist, er müsste mich erziehen, weil dann hat er ein falsches Rollenverständnis im Kopf. Und da ist es dann viel, viel wichtiger, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie kommt er zu diesem falschen Rollenverständnis? Was ist passiert, oder besser, was ist nicht passiert zwischen mir und meinem Hund, dass der Hund davon ausgeht, er müsste mich maßregeln, er müsste mich begrenzen und er bräuchte Begrenzung von mir nicht akzeptieren. Sehr, sehr oft, ob das bei dieser Hündin der Fall ist, weiß ich noch nicht, aber sehr, sehr oft liegt dieser Situation folgende Symptomatik zugrunde. Sehr oft handelt es sich dabei A, um Hunde, die super viel Will to Please haben, also sehr stark in der Kooperationsbereitschaft sind. Zweitens Hunde, die aufgrund von ihrer Äußerlichkeit besonders viel Aufmerksamkeit kriegen, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sie sehen besonders niedlich aus und so weiter. Was zur Folge hat, dass diese Hunde sehr früh die Erfahrung machen, dass Menschen sehr stark übergriffig werden und in die Individualdistanz der Hunde eindringen. Also diese Hunde haben sehr oft so einen Niedlichkeitsfaktor. Dritter Punkt, sehr oft haben diese Hunde sehr viel Aufmerksamkeit bekommen von ihrem Besitzer. Das kann verschiedene Gründe haben. Da will ich hier auch gar nicht näher drauf eingehen, aber die Aufmerksamkeitslenkung ist ein sehr, sehr wichtiger bestimmender Faktor für die Rollenverteilung, weil die Aufmerksamkeit immer von unten nach oben gerichtet ist. Und derjenige, der viel Aufmerksamkeit bekommt, ist in einer sehr starken Rolle in der Beziehung. Und wenn man diese Punkte berücksichtigt, dann hat man darüber auch gleich die Erkenntnis, dass das Hunde sind, wenn die eigene Entscheidung treffen, dass sie sich eben nicht begrenzen lassen, dass sie nicht abrücken von eigenen Entscheidungen, dass sie nicht damit einverstanden sind, wenn der Mensch plötzlich in die Entscheiderrolle reinkommen möchte, sondern dann auch dagegen rebellieren und diese Rebellion sich dann eben mitunter auch eindeutig gegen den Menschen richtet. Dann hat man natürlich in der Therapie anders vorzugehen, wenn man das Ganze grundlegend lösen möchte. Dann geht es nämlich genau darum, diese Rollenverteilung zurückzudrehen sozusagen, den Menschen in die richtige Rolle reinzubekommen. Das heißt, der Mensch ist der kompetente Entscheider. Dem Hund muss man diese Entscheidung dann wegnehmen. Das geht leider nur über Begrenzung. Und ja, dem Hund Aufmerksamkeit entziehen, sodass die Aufmerksamkeitslenkung wieder in die richtige Richtung geht. Das sind die beiden wesentlichsten Hebel, an denen man arbeiten muss. Wie das dann geht, muss man im Detail besprechen, weil das hängt natürlich auch davon ab, was bringen Mensch und Hund schon mit in ihrer Beziehungsqualität. Aber das ist der Dreh- und Angelpunkt. Darum geht es in erster Linie in der Therapie. Ja, soweit also zu dem Thema. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da. Abonniere auch meinen YouTube-Kanal Dog Talking.
Da findest du immer wieder interessante Beiträge rund um das Thema Hundepsychologie. Und ich grüße dich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.